Ey, das macht richtig Spaß jetzt, Leute, wo man an alles drankommt. Dann hat man richtig Lust dazu. Let's start again. Moin, ihr Zabiasser und Zabiasserinnen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Ori and the Blind Forest. Und wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Ich wollte gerne wissen, wie ich hier oben an diese Fähigkeitszelle komme. Und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich gucke jetzt einfach mal, indem ich erstmal hier weitergehe, ob ich hier irgendwo einen Schalter oder irgendwas finde, womit ich das vielleicht aktivieren kann, dass ich da hinkomme. Ah, oder ist hier der Weg? Nee. Nee, hier ist kein Weg oder so ein Kram. Dann würde ich sagen, springe ich einfach mal jetzt hier hoch und schau mal. Ah, jetzt kann ich mir vorstellen, was der Weg, also was die Tür öffnet. Ha, sehr schön. Okay. Dann haben wir das jetzt in der Folge auch schon mal geschafft. Dann sind wir nämlich an der nächsten Fähigkeitszelle dran. Sehr, sehr schön. Ah, das dicke Vieh ist nicht da. Okay. So. Zack. Oh, und dann haben wir den auch zerlegt. Und die nächste Fähigkeitszelle. Geil. Haben wir schon wieder zwei Fähigkeitspunkte. Und dann können wir nämlich direkt hier die Fähigkeit lernen, Energiemarkierung. Jetzt werden mir nämlich Energiezellen angezeigt. Und da gibt es ja einige, die ich noch sammeln kann. Hier, da haben wir eine zum Beispiel. Die würde ich sagen, holen wir jetzt als nächstes direkt. Und da unten gibt es wohl auch noch eine im Wasser sogar direkt. Dann würde ich sagen, gehen wir da dann auch hin. Dann werden wir uns jetzt nämlich erstmal einige Energiezellen auch noch holen. Ah, diese dicken Viecher, die geben gut XP, muss ich sagen. So. Dafür muss ich da, okay. Oh. Zack. Nur mal ganz kurz schauen. Ich muss hier nämlich irgendwo hoch. So. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Oh, nee. Muss ich jetzt noch mal versuchen, hier hochzukommen. Ey, halte ich daran fest? Ja. So. Jetzt machen wir das Ding hier. Genau da drauf. Zack. Jetzt haben wir irgendwas geöffnet. Dann würde ich sagen, halte ich mich hier fest. So. Und dich besiege ich eh locker flockig. Gar kein Problem für mich. So. Und dann kommen wir nämlich hier hinten an die Energiezelle. Sehr schön. Das läuft doch wie am Schnürchen, Leute. Und hier ist irgendwo, glaube ich... Ach, da oben haben wir sogar noch eine Fähigkeitszelle. Die könnten wir holen. Da haben wir dann direkt nochmal eine. Okay. Ey, das macht richtig Spaß jetzt, Leute, wo man an alles drankommt. Dann hat man richtig Lust dazu. So. Zack. Oh. Oh, hier ist so ein Aufwind. Ach, der zieht mich sogar mit hoch. Geil. Ha, ganz kurz schauen. Okay, die ist da ganz oben. Da muss ich wahrscheinlich jetzt hier mit dem Ding dahin. Ja. So, dann haben wir die nächste Fähigkeitszelle gefunden. Sehr geil. Dann machen wir uns hier direkt auf den Weg und holen noch die da hinten. Oh. Ja. Und da können wir uns nämlich jetzt hier rüber gleiten. Ah, okay, da müssen wir doch noch ein bisschen höher. So, und die nächste. Sehr schön. Ich glaube, den Talentbaum jetzt, ja, den kriegen wir sogar jetzt fast fertig. Ne, da brauchen wir nochmal eine. Eine müssen wir noch sammeln. Da hinten gibt es eine Vita-Zelle. Und okay, da kommen dann auch direkt wieder Fähigkeitsdinger. Also machen wir uns direkt weiter auf den Weg dahin. Seelenverbindung ist bereit. Oh, ne, da wollte ich jetzt nicht rein. Oh. Gegner, aufpassen hier. Zack, zack, zack. Oh, jetzt sind wir Level up. Jetzt können wir die Fähigkeit noch lernen.
Sehr schön. Und dann machen wir jetzt nämlich den Baum als nächstes hier fertig. Ich glaube, wir brauchen hierfür teilweise für manche Fähigkeiten nur zwei. Okay. Turbosprint. Boah, da bin ich ja mal gespannt, wenn wir das alles haben, ey. Okay, da muss ich mich wahrscheinlich irgendwie hochgleiten lassen, oder? Nee. Hier scheint es aber irgendwo einen Schalter oder sowas wieder zu geben. Hä? Warum habe ich denn die damals nicht geholt? Da komme ich ja richtig leicht dran eigentlich. Die habe ich anscheinend vergessen. So, wir müssen mal schauen. Vielleicht gibt es den Schalter da oben. Ah, guck mal an, da. So, zack. Sehr schön. Und dann holen wir uns die XP. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu der Vita-Zelle. Oder Lebenszelle. Ich sag immer Vita. So. Sehr schön. Und hoch da. Und da hoch. Nice. Ich glaube, jetzt haben wir alle Lebenszellen. Kann das sein? Ne, zwei Stück fehlen sogar noch. Es fehlen sogar noch zwei. Okay, als nächstes holen wir uns dann da noch eine Fähigkeitenzelle. Oh, ich bin ein bisschen dran vorbei. Ha, sehr schön. Und da haben wir sie. Okay, und dann holen wir uns da hinten die als nächstes. Ich muss unten rum rein, ne? Ja. Okay. Sehr schön. Dornsumpf. Hier haben wir auch noch im Wasser was. Das können wir noch holen. Ja, da sind nochmal XP. Ah, okay, sehr schön. Und wieder eine. So, dann können wir direkt als nächstes hier noch eine Fähigkeit lernen. Dann schauen wir mal weiter. Da gibt es jetzt gleich nochmal eine Energiezelle. Oh, dafür muss ich aber ein gutes Stück laufen mal eben. Und da hinten haben wir sogar nochmal XP, XP, XP. Ja, hier unten sind aber noch einige Sachen, die ich noch nicht geholt habe. Ja, ich habe hier immer wieder zwischendrin, ne, so ein bisschen was ausgelassen. Da hinten brauche ich gar nicht mehr hingehen. Das sind nur XP-Dinger. Obwohl, die könnte ich eigentlich auch holen. Aber hier habe ich immer wieder so ein bisschen was ausgelassen. Ja, dann holen wir uns erstmal die Energiezelle dort hinten jetzt noch. Dafür muss ich jetzt erstmal aber ein Stückchen wieder laufen. Zack. Oh, hier speichern wir mal. Und zack, da sind wir jetzt durch. Ja, und jetzt muss ich einfach hier... Oh! Oh, lass mich in Ruhe, ihr blöden Spinnen. Kann hier nicht speichern. Schade. Hier aber. Oder auch nicht, weil der Frosch da ist. Jetzt aber. So. Okay. Hoch. Aua. Nehmen wir das mit. Okay. Hey. Hör doch auf mit so einem Unsinn. Aua. So, komm schon. Ich meine, jetzt kriege ich eh eine Energiezelle. Mal ganz kurz schauen. Okay, da müssen wir jetzt hin. Gibt es hier irgendwo einen Aufschwung oder so? Nee, ne? Okay, ich muss da irgendwie... Ach, da, guck an. So, jetzt lassen wir uns nämlich hier ganz hochgleiten. Ja, sehr schön. Und da haben wir sie doch schon. Sehr geil. Da haben wir die nächste Energiezelle. Ich habe hier aber leider kein Portal-Ding, ne? Das ist ein bisschen schade. Ich hole aber auf jeden Fall jetzt nochmal schnell hier
das XP-Ding. Es gibt halt nochmal XP, ne? Und hier hinten ist ja auch noch eins. Das können wir auch mal eben schnell holen. Wenn das schon da ist, bietet sich ja gerade an. So, dann schwimmen wir da mal eben hin. Autsch, autsch, autsch. Ah, okay, hier ist ein Schalter. Das heißt, hier muss irgendwo wieder so ein Ding aktiviert werden, bestimmt. Ah, wo haben wir das denn? Da muss irgendwo wieder so ein Teil sein, was ich mit meinem Leuchtball abschießen muss, um das zu aktivieren. Ist das hier vielleicht unter Wasser? Nee, ne? Okay. Mach ich mal meinen Sprung. Oh, nicht dagegen. So. Ah, ich kann mir schon vorstellen, da oben bestimmt. Ah. Ah, was haben wir denn hier Feines? Hier ist schon mal nichts mehr. Ha, guck mal an, da. Ja, das ist jetzt, um das Ding zu aktivieren da unten. Okay, und hier oben gibt es auch nochmal XP, die kann ich locker holen. Und zwar muss ich dann einfach nur hier wieder meinen Sprung benutzen. So. Da können wir direkt die nächste Fähigkeit uns schon wieder reinhauen hier. Und zwar Ultraseelenverbindung. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt zwei Lebenszellen wieder her. Oh, nice. Dann tun wir uns nämlich viel schneller heilen. So, zack. Rüber und wieder. Zack. Sehr schön. Das geht richtig ratzfatz, jetzt hier diese ganzen XP und so zu sammeln. Und ich denke, das macht auch viel Sinn, das alles jetzt zu holen. Weil ich kann mir vorstellen, das Ende wird nicht gerade leicht werden. Dann speichern wir hier nochmal. Da unten habe ich jetzt alles. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt tiefer hier rein. Dann speichere ich da gleich. Da haben wir nämlich das Portal. Und dann hole ich hier unten die zwei Vita-Zellen mir erstmal. Ich muss nur gucken. Ach, an die eine komme ich bestimmt da erst dran. Und da unten haben wir sogar nochmal einen Teleporter. Oh, kann ich gleich schauen. Und da gibt es sogar nochmal Fähigkeiten-Zellen. Aber die eine Vita- oder Lebenszelle, besser gesagt. Ich mit meinen Vita immer, ey. Die hole ich mir jetzt. Oh, gleiten, Kevin. Gleiten, gleiten. Oh, da unten haben wir einen Kristall. Den könnten wir jetzt mal eben schnell holen. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Nee, jetzt muss ich nämlich hier ganz außen rumlaufen, ich Depp. Das war nicht so eine gute Idee. So, zack. Ah, unter Wasser kann ich nicht sprinten. Ah, mal tauchen hier. So. Aua. Eigentlich wollte ich mich nicht treffen lassen. Aber ich habe es natürlich wieder nicht hinbekommen. So. Zack. Oh. Und hier muss ich jetzt runter, ne? Ja. Ja, er lädt das hier alles. Jetzt kann das sein, dass das gleich wieder anfängt zu laggen. Oder? Nee, tut es nicht. Hier unten haben wir nochmal XP, die nehme ich schnell noch mit. Wenn wir die schon mal da haben und die sich so gut anbieten, dann nehmen wir die auch mit. Da hinten gibt es übrigens auch nochmal XP. Da könnten wir auch nochmal schauen, dass wir die an uns schnell gönnen. Ja, da muss er auch wieder laden. So. Ha. Hier unten haben wir nochmal so einen dicken Kristall. So, und dann müssen wir weiter runter für die Energiezelle. Eher gesagt, die Lebenszelle. Jetzt kurz schauen. Okay, hier war ich schon mal.
Da war so ein Kartending. Ah, okay, das muss ich irgendwie aktivieren. Okay, das kann sein, dass ich da vielleicht was vergessen hatte mal. Nee, dann gehen wir lieber da rum. So. Oh, sehr gut. Ah, okay, da muss ich nur hoch. So. Dann haben wir die auch. Sehr schön. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie komme ich da rein? Da muss ich bestimmt hier da aus rein. Hier. Wie kann ich ranzoomen? Ah, okay. Hier, da muss ich bestimmt hin. Müssen wir mal schauen. Welcher Teleporter ist das? Schwarzwurzelgänge anscheinend. Nee, Waldsenke. Okay, ich muss mich wieder in die Waldsenke porten. Ich glaube, ein Teleporter war ja hier oben direkt. Ja, dann gehen wir direkt zu dem und dann werden wir über diesen Teleporter zur Waldsenke gehen. Und dann werden wir uns da noch die Lebenszelle holen. Ich glaube, das ist dann auch die allerletzte Lebenszelle. Na, gucken, dass ich nicht den Ausgang hier verpasse. Ja, hier sind jetzt noch zwei diese XP-Dinger, die könnte ich holen. Aber... Hey, nein, da will ich... Wo bin ich denn? Ach, da. So. Okay. Muss ich jetzt erstmal wieder hoch. Mal aufpassen, dass wir nicht das Ding verpassen, ne? Mal ein bisschen hier drauf achten. Okay. Zack. Dann hier hoch. Ich glaube, der kommt jetzt auch gleich. Oh, machen wir nicht kaputt. Ich glaube, der war hier, ne? Ja. Zack, zack. Zack. So, und dann porten wir uns direkt zur Waldsenke. So, wo ist der da? Waldsenke. Sehr schön. Da holen wir uns nämlich die letzte Lebenszelle noch. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge darum kümmern, die ganzen Energiezellen zu holen. Ja, und dann könnten wir eigentlich überlegen, das Ende zu spielen, wenn wir wollen. Okay. Ich habe hier sogar vorhin was ausgelassen. Ja gut. Kann ja nicht davon reden, dass ich das mit Absicht gemacht habe. Man hat hier nichts gesehen, wenn ich ehrlich bin. So, da haben wir jetzt nochmal XP. Ah, das ist hier unten das Ding. Das Stück. So, okay, dann gehen wir jetzt hier rüber. Oh, okay, das ist das, wo ich mich so runterfallen lassen muss und dann hier gleite. Oh, vorsichtig. Ja. Jetzt sind wir wieder hier. Da war auch noch eine Fähigkeitenzelle, genau. Die könnte ich nämlich auch gleich nochmal holen dann. Ja, und hier muss ich jetzt hoch. Ach, da bin ich nicht weitergekommen, genau. Genau, da bin ich nicht weitergekommen. Weil da war diese Türe. Und das kann sein, dass ich hier irgendwo so ein Ding aktivieren muss wieder. Müssen wir jetzt mal genau hier alles absuchen. Da oben haben wir einen Hebel, sehe ich gerade. Ah. Ja, das hat mir nämlich gefehlt, diese Geschwindigkeit. So, dann speichern wir hier. Oh Gott. Ich bin tot. Scheiße. Oh Gott, ich wollte gerade noch davor speichern. Ich denke mir so, speicherst du erstmal, dass du da erfolgreich durchgekommen bist. Boah, der hat mir aber jetzt echt einen Schrecken eingejagt, der Stein. Ey, das war so ein bisschen Indiana Jones Feeling. Scheiße. Noch mal schnell neu hin. Junge, geht das hier ab. So. Ach, herrje. Ach, Moment. Da oben ist der Schalter. Ja, ich clear erstmal den Gang. So. Zack, zack. Ah, komm, ich versuch's jetzt nochmal in der Folge hier.
Bisschen habe ich noch. So, sehr schön. Okay, keine Ahnung, wofür das ist. Aber dann speichern wir hier. Dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter an der Stelle mit unserem Indiana Jones Felsen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.